Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Illusion of Time. So, bevor wir hier weitergehen, gehen wir nochmal kurz zurück. Ganz kurz. Nur ein ganz kurzes Stückchen. Denn ich will ja die roten Juwelen. Yep. Ich habe mich, bevor ich ausgemacht hatte, mich noch mal kurz hingesetzt und den Sklaven gesucht. Und ich habe ihn gefunden. Jetzt muss ich nur noch mal gucken, dass ich ganz schnell eventuell ohne Probleme zu diesem Sklaven zurückkomme. Also sprich, ich muss eigentlich nur zum ersten Portal und dann finden wir die. Ist auch sehr gemein, also. Es ist eine großzügige Ecke, wo ein harscher Luftzug. Ach! Warum bin ich rausgegangen? Okay, naja, da sind wir gleich mal will. Warum sind die Gegner alle wieder da? Och nee, na das habe ich nicht vorgehabt. Na gut. Gehen wir halt. Müssen wir jetzt alles machen? Ja, wo bin ich denn hier falsch abgebogen? So. Ich bin also falsch abgebogen. Okay. Gut, dann ist es so. Aber das ist doch. Das hier ist doch. Ach, na klar. Ich muss ja darüber. Aber die Gegner können uns erstmal egal sein. So. Du weg. Du weg. Ja. Wenn wir dann die Kristalle haben, oder die Juwelen besser gesagt, machen wir uns natürlich sofort auf den Weg, nach den anderen Sklaven zu suchen. Ging das hier rein? Ne, hier. Bam! Und bam! Du hast mich gar nicht fliegen sehen. So, schnell hier rum. Ja klar, der Schwengel aus der Erde erwischt mich wieder. So, hier rein. Genau. Hier müsste es ja irgendwo gewesen sein. Na, 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 na. Lass mal schön die Peitsche stecken. Ich stehe nicht so auf SM. So, außerdem bin ich falsch gekleidet dafür. Was bist denn du? Geh doch mal weg. So, einmal hier runter. Hier rum. Das nehmen wir natürlich mit. So. So. Also hier, wenn man hier so guckt, ist nichts. Wirklich gar nichts. Und hier wackeln die Haare. Hier in der Ecke. Wer hält sich denn hier in der Ecke auf? So. Bäm. Hauptdank, ich war in der Höhle eingeschlossen. Was wäre nur passiert, wenn ich länger hätte dort bleiben müssen? Ich will dich belohnen. Ich schenke dir einige Juwelen. Na, super. Dann haben wir sie. Oh, scheiß Raupe. So, jetzt gehen wir gleich hier rein. Jetzt verwandeln wir uns wieder in den Dark Knight. Aber erstmal hier, nochmal speichern. So. Bist du sicher? Reise fortführen? Ja, will ich. So, dann verabschiedet sich Will. Mein Frieden ist da. Und ich bin The Dark Knight. So, meine geschärfte Klinge sehnt sich nach dem Blut meiner Opfer.
mehr da. Die wussten, dass ich komme. Alles klar, Bahn frei. Doch ein armes Würmchen, was sich mir noch in den Weg stellt. Naja. Probier's das gar nicht. Alter. So. Okay. Wir müssen wieder leider zurück. Ganz zurück. Geh weg. Geh mir aus den Augen, du Auge. Alter, der war fies. Ich habe auch eine Überraschung für dich. Hat ja super geklappt. So. Hier rum, darum, überall nur Labyrinthe. Ach, wie mich das nervt. Dass das nicht immer klar alles klappen kann. So, jetzt sind wir wieder hier, wo wir hin wollten. So, rein hier. So, dann hätten wir auch das einmal erledigt. Und damit nochmal herzlich willkommen, denn jetzt beginnt die eigentliche Folge. Aber ich wollte es euch nicht vorenthalten. So. Boah. Ich sehe so elegant aus in meiner Rüstung. Und mein bronzenfarbenes Schwert färbt sich von Gegner zu Gegner immer dunkler. Komm her, ja. Hat hier was geblinkt? Du hast den Minenschlüssel gefunden. Ah, das ist interessant. Mein wachsames Auge hat wieder etwas entdeckt. Finde ich gut. Na, komm raus hier. Ist dann noch irgendwo hin. So. Und einen Gegner haben wir noch. Wo bist du, Ratte? Und der Angriff? Ja, meine Stärke hat sich erhöht. Damit sind die Gegner alle hinüber. So mache ich mich auf zum nächsten Kampf. Halte durch, du verlorene Seele. Ich komme dich retten. Geh weg. Geh mir aus den Augen. Du lass dein Schwengel stecken. Alter. Zack ins Auge. Man sollte die Augen nie so weit aufreißen. Man weiß nie, was da reingeht. Na komm her. Fühlt sich wohl sehr schlau da hinten, ne? Komm her. Was habe ich denn jetzt gemacht? Lass die Seele frei. Zack, ein Schnitt, der Gegner ist hinüber. Hab Dank, Fremder. Das werde ich dir nie vergessen. Nimm diesen Schlüssel. So. Minenschlüssel B. Zweiter Schlüssel zur Mine. Minenschlüssel A. Erster Schlüssel. Okay. So, ich glaube, wir brauchen den hier. Mist. Ich bin ein guter Kämpfer, aber kein guter Musiker. Ich sollte mir das abgewöhnen. So. Hier geklärt, da geklärt. Ich habe beide Schlüssel. Tür öffnen, so sei es. Oh. Hier
Hier ist es ruhig. Zu ruhig. Was ist hier los? Lasst die Ketten fallen. Auch ihr sollt frei sein. Gesegnet seist du. Ich hörte von Erik, dass dein Freund sein Gedächtnis verloren hat. Ein uraltes Lied kann ihm seine Erinnerung zurückgeben. Lass es ihn hören. Sam stimmt ein fremdartiges Lied. Du hast das Lied der Erinnerung erlernt. Ich möchte dich um etwas bitten, Fremder. Gibst du mir den Kerkerschlüssel und die Melodie des Windes als Erinnerung an unsere Begegnung? Ich bin mir sicher, dass sie nicht mehr gebraucht wird. Nett. Hab Dank, Fremder. Ich komme aus einer weit entfernten Stadt. Falls es dich dorthin verschlägt, hilf den Bewohnern. Alles in meiner Heimatstadt hat sich zum Bösen gewandt. Menschen wurden zu Stein und starben an unbekannten Seuchen. Dum 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 dum. Ja. So, sind wir durch? Sind wir durch? Haben wir alles? Haben wir alle gerettet? Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich glaube ja. Ich glaube, wir sind durch. Naja. Ja. In der letzten Folge, muss ich sagen, war ich sehr, sehr leise, schweigsam und nicht so gesprächig. Ey, sag mal, wo kommt ihr denn schon wieder alle her? Muss ich hier rein? Ging das hier weiter? Wo bin ich denn jetzt? Ach, hier. Ja, komm, mach raus aus der Mine. Hier gibt's dann nichts mehr. Die Sklaven sind befreit, unsere Juwelen haben wir. Können wir weitermachen. So. Wusch. Dum, dum, dum. Na klar, bin ich wieder will. So, Hokus Pokus Fidibus. Zack, zack, zack. Brrr. Wusch. Phrygia. So, da brauchen wir gar nicht lange machen, tun. Oder, warte mal. Doch, jetzt interessiert mich mal was. Wo ist denn der Diamant? Nö, da hier der. Hier, die kuscheln doch voll da oben. Nee, die kuscheln voll. Die stecken voll ineinander. Und wenn du hochgehst, es wäre besser, wenn wir uns nicht die ganze Zeit angucken. So, hier rum, da rum, dort rum. Dort war bloß ein Portal drin. Wo ist dieser Juwelierer? Oder wie er heißt? Kann ich euch nicht freilassen? Ach, verdammt. War denn der Juwelier hier hinten? Schon bald. So, gut. Guck mal schnell, dann guck mal schnell. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Wo ist er denn? Ich will wissen, wie viele Juwelen ich schon hab. Verdammt. Dadabum. Na gut. Mal eine etwas kürzere Folge, aber ist ja egal. Muss auch mal sowas geben, muss ja nicht immer bis Ultimo und sonst da wie weit. Und da bedanke ich mich und würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin, bye bye.